Seid gegrüßt, nachdem Ich wir ja warte. letztes Mal einen Siegelstein errungen von einem anscheinend besessenen Priester, der uns mit einem Magier hier oben in diese Himmelsfestung über den verrotteten Degen, über der verrosteten Degenscheide brachte. Ja. Ja, und wir hier uns schon mal außenrum alles erkundeten. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie der Satz angefangen hat und wie ich ihn beenden möchte. Also, gehen wir einfach Ich hoffe, rein. dass. Ja, wir gehen einfach rein, weil ich vergessen habe, wie mein Satz anfing. Wird das Beste sein, nicht groß schnacken. Ach, was haben wir denn hier so? Manifest Bauern. Ja, das hätte man mir auch vorher sagen können, dass hier sowas drin ist. Natürlich steht Ja? Eri am nächsten dran. Okay, das haben wir vermutlich auch unserer Formation zu schulden. Verbesserte Hast, Zwerg. Ich helfe Ja, dir dein immer Zauber wird gerne, nicht je funktionieren. Oder schneller doch, er hat sein wird. funktioniert. Zwerg, mach Selbstverständlich. alles Ihr platt. wollt Minsk, du immer auch. Minsk. Hier kommst du auch mal her. Böse Ja, Bauernmoschen. verstanden. Ja. Sagt mir, was zu tun ist. Greift einfach immer alle Sie! einen an. Das ist am schnellsten. Ja, Okay, bis ja, auf schön. dir. Also die Kleinkämpfer dürfen eigentlich auch den mit Warte. angreifen. Wir müssen nur darauf achten, dass diese lustigen Hier Bauern ein wird wenig gefallen. rankommen. Rache ist mein. Aber die bringen auch nur so Ihr 1000 werdet mich Erfahrung. Aber verbrennen. jeder lässt was Ein fallen. Klangbild. Da wird leicht wieder mein Hang zum Plündern geweckt. Meine Klinge wird euch schon zurechtstoßen. Meiner. Meinen Freunden werdet ihr nichts Ich tun. kümmere mich drum. Das ist eh so ein Fluch von mir. Wenn irgendwo was liegt, muss ich es mir erstmal Ist angucken. schon geschehen. Gold? Nur Gold dabei? Ja, ist mir eigentlich relativ egal. Ja, Aber wir können ja hier das aber. schmutzige Gold nicht auf dem Boden liegen lassen. Auch wenn es immer nur 22 sind. Naja, immerhin mehr als die 12 von der Kräutersammlerin und ihrem Gatten. Sagt mir, was wenn es. Ich warte. Gute Ach Idee, das Mann, mir klick's zu doch ein. übertragen. Dankeschön. Wir liegen hier noch ein Haufen. Schön. Und liebliche Musik im Hintergrund. Zumindest vorher. Da haben wir so ein Ding. Gehen wir mal Kaum einen der Schritt Rede wert. vor. Manifestschatten. Ah, wer wagt es wo? Wer mag es wohl sein? Der eintritt? Ich bin es, Schildkröte. Ihr müsst derjenige sein, der diese Seuche verursacht. Das geht euch nichts an, Monster. Mein Name ist Schildkröte. Wisset, dass dies der letzte Name sein wird, den ihr je hören werdet. Gah! Nein. Du bist der, der die Seuche verursacht, oder? Ich? Nein, nein, der Meister. Ja, er braucht Leben. Leben, um seine Rückkehr zu ermöglichen. Welche Rückkehr? Was faselt ihr da? Die Rückkehr der Meister. Der Meister der Schatten kehrt zurück. Die Reliquie und die Lebenskraft füllen ihn auf. Ah, aber denkt nicht einmal daran, ihm gegenüberzutreten. Er wird wie ein Blatt im Wind weggefegt werden. Ich habe jetzt genug gehört. Jetzt werdet ihr vernichtet, hässliches Biest. Euer Meister wird wie alle anderen fallen, so wie ihr. Ja. Ihr könnt nicht wissen, mit wem ihr es zu tun habt, Sterblicher. Kommst du runter oder? Ja, du kommst runter. Manifest Deine Bogenschütze. Zeit. Total gut, dass wir euch auch noch, dass wir das Vieh auch noch blocken. Was Eri, kann ich tun? nicht die Ich Viecher werde es an dich tun. ranlassen. Los, spuck es Du allen auch klar. nicht, Imoen. Auf geht's. Geh mal einen Was Schritt gibt zurück. es? Wenn Kampf der einzige Ausweg ist, Rache Ja, wir machen sein. dich schon im Folgt Nahkampf kaputt. sofort. Hier, die Ich lassen eben mach wahrscheinlich aber nur wieder Gold gleich. fallen. Ja, 22. Ha! Hier, Schmeckt's kannst du das auch meiner nochmal Axt. einsammeln. Na, der Große hat noch ein Ja? bisschen mehr Ich hoffe, Erfahrung das bringt zumindest was. gegeben, gibt aber leider nur genauso viel Gold. Da ging es rein, da geht es rein und dort drüben auch. Erkunden wir Sagt erstmal mir, die was zu tun Seitengänge, ist. Ich oder? kümmere mich drum. Der schöne Blauton gefällt mir auch sehr gut. Aber Blau ist ja eh meine Lieblingsfarbe. Von daher ist das ja nicht verwunderlich. Gehen wir erstmal in den oberen Seitengang.
Und anschließend dann vielleicht in den anderen. Ach, was haben wir denn hier? Eine Kiste. Hier können wir drauf rumlatschen oder wie? Ich bin bereit. Aber anscheinend nicht so weit. Das ist ja auch nicht so wichtig. Ist was los? Wirklich aufregender als okay, guck mal, ob hier Fallen liegen. Sucht nach Fallen. Nischt? Nee. Da ist nichts. Das war ja wohl mal ein Reinfall. Was soll ich tun? Dann geht's wieder nach unten. Dann gucken wir eben auch noch auf der anderen Seite, da werden dann vermutlich auch nur leere Truhen stehen. Kann man aber ja noch nicht sagen. Das ist sehr interessant, wenn ihr da so reinkommt. Ja, hätte mich auch gewundert. Ich kümmere hier, einer muss mal hier hochgehen. So. Ja, ist schon geschehen. Na. Zeit aufzubrechen. Ach, ich Mann. Bin dabei. Ihr Wegfindungskrüppel. Hallo. Na. Ich war, wenn es denn sein muss. Das sind echt Wegfindungskrüppel. Geht doch da einfach rum. Das kann doch nicht so verdammt schwer sein. Ja, kein mich das Problem. Auf. Okay, ihr könnt euch auf mich verlassen. Magst du da auch noch mal hingehen? Danke. Gute Idee, dass könnt wir da jetzt einfach... Darf man da nicht hin, oder wie? Ja, komm, der Rede wert. Boah, ist ja unglaublich. Warum geht denn das nicht? So, du gehst mal neben Yahera noch. Ich warte, genau. Ich kümmere mich drum. Okay, anscheinend kommt man da nicht rein. Wir können jetzt noch Eri mal hier nachts. Es soll geschehen. Ich bin bereit. Nee, anscheinend kommt man da nicht rein. Fragt mich nicht warum, aber es geht nicht. Ja? Oder kann man einen alleine da hochschieben? Das wäre ja mal ganz was Neues. Warum geht das nicht? Okay, es geht auf jeden Fall nicht. Sag mir was zu dir. Ich hoffe, das frag mich nicht, warum es geht nicht. Wenn da irgendwas Wichtiges ist, da kommt man nicht hin. Da müssen wir uns hin teleport cheaten oder so. Ich weiß es nicht. So, der Meister. Boah, das regt mich schon wieder auf. Naja, hier kommen wir an. Monster. Ah, wer ist das? Eine Besucherin, so scheint es. Wir haben nicht viele Besucher. Ja, ich bin nicht nur eine Besucherin, ich bin Schildkröte und ich bin männlich. Vielleicht versteckt euch in einem Mauseloch, so wie ihr es solltet, Kreatur. Ja, eine Besucherin. Verzeihung. Ich muss mich wohl verlaufen haben. Ich werde jetzt wieder gehen. Ich suche nach der Quelle dieser sich schnell verbreitenden Seuche und dieser schwarzen Wolke. Wart ihr das vielleicht? Ich? Eine Krankheit verursachen? Oder gar eine Plage? Warum? Ich würde nicht einmal im Traum daran denken. Andererseits könnte der Meister anders darüber denken. Er kehrt zurück, müsst ihr wissen. Aber abgesehen davon sind Spiele und Rätsel besonders interessant. Möchtet ihr teilnehmen? Ich dachte, dass ihr es würdet, Besucher. Ich erkläre es für euch. Es ist ziemlich einfach. Seht ihr den Behälter auf dem großen Tisch? Dort werdet ihr euch einen Gegenstand nehmen. Wenn ihr das getan habt, dann wird eine Kreatur irgendwo in diesem Gebiet auftauchen. Zuerst müsst ihr diese Kreatur finden. Doch der herausfordernde Teil dieses Spiels liegt darin, die Kreatur wieder dahin zu schicken, woher sie gekommen ist. Dies wird dadurch geschehen, dass ihr ein Puzzle zusammensetzen müsst, das ihr von der Kreatur erhaltet. Jedes Mal, wenn ihr ein Rätsel gelöst habt, wird ein neuer Gegenstand in dem Behälter erschaffen. Dieser Gegenstand wird eine weitere Kreatur erschaffen. Das geht so lange, bis das Spiel zu Ende ist. Ihr werdet informiert werden, wenn das Spiel vorbei ist. Ausgezeichnet, fangen wir an. Lasst die Spiele beginnen, Besucher. Seid auf der Hut. Einige der Kreaturen, die ihr sehen werdet, sind nicht besonders hübsch oder freundlich. Interessant. Ihr hört ein irgendwas, wir lesen gleich. Ihr hört in einiger Entfernung ein lautes Klink. Eine magische Barriere blockiert nun beide Ausgänge. Ich kümmere mich in Ordnung.
Also hier gibt's was, das dürfen wir anpacken und hier gibt's anderen Kram. Hier gibt's schon mal Behälter. Und zwar einige. Und es gibt anscheinend zwei Ausgänge, die hier durchführen, ja. Und hier gibt's Behälter. So, schauen wir mal. Ich mag Rätsel ja eigentlich relativ gerne. Ich warte. Und hier gibt's diverse Behälter. Dann werden wir uns mal einen Behälter schnappen. Ist schon geschehen. Was hätten wir denn da Schönes? Opferne Überlagerung, nehmen wir mal alles. Aber das sind wohl nicht die Gegenstände, die wir nehmen sollten, oder? Ach, auf dem Tisch steht das vielleicht. Aber wir nehmen den ganzen Kram, der dann hier rumliegt, schon mal auf. Ich kann mir davon ja sogar was direkt mal anwenden. Geh da mal rein. Nö. Hier auch nicht. Hier nicht. Da nicht. Hier oben war aber noch was. Nee, anscheinend müssen wir an den Tisch gehen. Geh mal an die Kiste. Genau. Oh, wie schön. Mit diesem komischen Ding mit dem Kreis drum, also mit dem hier kann man so eine komische schwebende Plattform erschaffen. Fand ich jetzt nicht so beeindruckend. Ich hatte auch nicht das... Was ist denn das hier? Hinrichtung. Ja, hört sich nett an. Nehmen wir mal auf. Und was ist der Klops? Dichter Nebel. Ach ja. Die anderen Zauberer haben Eri und ich schon. Ich bin dabei. So. 20 Minuten, um noch Rätsel zu lösen. Mal gucken, ob wir das schaffen. Ihr seid zu weit entfernt. Dann geh näher ran. Die Gruppe hat einen Gegenstand gewonnen. Wasserstern. Der Wasserstern wird auch als Achiorit oder farbloser Turmalin bezeichnet und ist ein seltener Edelstein. In den Reichen. Der Stein enthält viele Unreinheiten und Einschlüsse. Mal gucken. Dieser besondere Edelstein ist jedoch ein Trugbild, extra geschaffen für das vom Rätselersteller ausgeheckte Spiel. Er hat keinen Geldwert. Ja. Ja, wenn es denn sein so, muss. So, wir sollen eine Kreatur finden. Und mit der sollen wir rätseln. Ach, da haben wir ja schon eine. Ein Mann. Speichern wir nochmal. Und dann gucken wir mal, was der so zu rätseln hat. Die vier bedeuten alles. Ohne die vier gibt es nichts. Ich muss mit den vier verbunden sein, dass ich noch einmal leben kann. Nur eine Berührung von den Vieren würde ausreichen. Könnt ihr erläutern, was die vier sind? Was zur Hölle soll das bedeuten? Ich verstehe. Ich mache das schon. Erläutere, was die vier sind. Mehr kann ich nicht sagen. Okay, was ist das Rätsel? Ich verstehe, ich werde es so machen. Mehr kann ich nicht sagen. Wir sollen irgendwas mit Vieren machen. Vier Behälter. Er will also vier Sachen haben. Ein Erdtopf. Ein Feuertopf. Er will Erde, Feuer, Wasser und ein Kältetopf und Luft. Ein Lufttopf wird es dann wohl noch geben, oder wie? Abgelegter Gegenstand. Regenbogentopf. Er möchte einfach vier Sachen haben. Tolles Rätsel. Ja, wo bist du denn? Die vier bedeuten alles. Ohne die vier gibt es nichts. Ich muss mit den vier verbunden sein, dass ich noch einmal leben kann. Nur eine Berührung von den vieren würde ausreichen. Ich verstehe, ich werde es so machen. Okay, wir haben vier Gegenstände. Erdtopf. Also können wir ihn sag mir, was zu tun ist. Einfach Erde. Feuer. Ich warte. Feuer? Ach so, doch. Ich kann eine der vier an meinen Fingerspitzen brennen fühlen. Ja, wir haben auch schon Erde auf dich geworfen. Hier, Kälte. Oder hast du beim anderen auch was gesagt? Nee. Ich kann eine der vier an meinen Fingerspitzen brennen fühlen. Ja.
Und dann noch den ja. hier. Aber den ersten hat er anscheinend irgendwie nicht angenommen. Ja, den Filter auch brennen. Möchtest du den Erdtopf nochmal haben? Sagt mir, was zu tun ist. Gute Idee, das mir zu übertragen. Mhm. Ach, der hat auch beschränkte Anwendung. Okay, nehmen wir mal den Erdtopf. Was passt dir am Erdtopf denn nicht? Ach so. Ich danke euch, Besucher. Vielleicht versteht ihr jetzt, dass ich die vier Elemente von Faerûn brauche. Feuer, Wasser, Erde und Magie. Ach, die atmen also Magie und keine Luft. Es ist eine Schande, dass ich dies jetzt tun muss. Aber mir wurde gesagt, dass dies die einzige Lösung in diesem Schlamassel ist. Kämpft gegen mich. Ihr könnt euch nicht selbst helfen. Kämpft gegen mich. Jetzt. Okay. Wir machen das schon. Nein, du hast 5 Schaden verursacht, du Monster. Du wirst brennen. Okay, Zwerg, komm mal her. Alles klar. Wir beschleunigen das Ganze eben einfach kurz. Sag, was ihr wollt. Klapp. Klapp. Tot. Was hinterlässt du denn so? Oh, Feuerpfeile. Ein Elektrizitätsanzeiger. Misst der Volt oder Ampere? Elektrizitätsanzeiger. Mhm. Ja. Hier haben wir noch Säurepfeile. Ach, brauchen wir eh nicht. Das ist ja das Problem. Lass mir das mal da liegen, bis wir es brauchen. Ich hoffe, das bringt was. Und jetzt dürfen wir wieder an den Topf in der Mitte und der Kram, den wir gefunden haben, verschwindet aus unserem Inventar, oder wie? Eure Gruppe hat einen Gegenstand gewonnen. Ich hoffe, auch viele verloren. Ach, was ist das denn jetzt? Da ist ein älterer Vampir. Genau vor uns. Total perfekt. Und wir sind alle irgendwo verteilt und bei der Hera steht ein Erdkoloss. Ja? Total gut, dass der Vampir an uns steht. Ja? Was gibt denn hier? Hier kommt ein Herzwerk. Ich gehe mal einen Schritt zurück. Ach, mehr Vampire. Perfekt. Ihr? Mehr Erdkolosse. Das Rätsel gefällt mir mal überhaupt nicht. Hier, mach mal den hier. Ist der auch älter? Ja, natürlich. Na dann. Vorwärts! Hier, du gehst da zu dem Viech. Ach, und Erik ist auch ein Vampir. Super. Mensch. Töte mal einen Vampir, bitte. Lauf weg. So, der ist tot. Minsk, geh mal dahin. Der ist auch weg. So, Minster. Eri, nicht stehen bleiben. Immer schön den Vampir ausweichen. Ja, immer ein Vampir. Viecher töten. Ach, Eri, was machst du denn? Nicht zum Gegner laufen. Wo bist du schon wieder? Wo bist du? Ja? Ach, da bist du. Ach, die komischen Dinger töten dich noch. Die komischen Libellen. Ach, ja, Hera wurde gechaost. Gut, dann lassen wir die halt oben rumlaufen. Wir warten, bis der Müll hier mal aufhört. Boah, Ed. Aber dieser... Oh, wir dürfen den Müll behalten. Das finde ich irgendwie nicht gut. Ja. Trink einfach was, dann geht's dir schon wieder besser. Ja, Hera wird auch bald wieder zurechtkommen. Was haben die überhaupt mit der gemacht? Ach, gar nichts. Ich bin bereit. Was kann ich tun? Ja, segne dich mal selbst. Das kannst du tun. Hast du nicht den großen? Na, nimm halt den kleinen, bist du halt müde. Und dafür hat es jetzt nichts gegeben. Oder ist wieder was Neues hier in diesen komischen Behältern drin? Ne? Nee. Das gute Rätsel. Vampire und Erdkolosse. Was soll mir das sagen? Dass wir unter der Erde mit Vampiren sind? Mit Toten? Mit anderen Viechern? Ja, ich würde dem Schatten mal sagen, dass der anfangen soll zu schwätzen, bevor wir ihn umbringen. Was das jetzt bitte schön sollte. Na, hast nichts zu sagen. Die mir am liebsten mal so richtig meinen Messer durch. Ach, ist ja auch egal. Raus mit dir!
Sowas macht mich aggressiv. Sie ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Ja, wir regenerieren ja eh. Die Gruppe hat einen Gegenstand gewonnen. Juhu! Und gibt's mehr Viecher? Nein, wir stehen unten. Was haben wir überhaupt gewonnen? Wenn das mal stehen würde. Auf jeden Fall haben wir Elektrizitätszeiger. Da haben wir nichts dazu gekriegt. Wir sind die Einzigen, die ihr Zeug sammeln, wie es scheint. Mhm. Jetzt zum letzten Spiel. Es ist ganz einfach. Macht euch auf den Weg zu den Stufen auf der entgegengesetzten Seite dieses Zimmers. Redet mit mir, wenn ihr dort angekommen, wenn ihr dort hingekommen seid, um das Spiel zu beenden. Ach, es ist alles voller Fallen, oder Zeit wie? Zeit aufzubrechen? Schön. Hm? Sagt mir, was ist schon geschehen? Ach ja. Interessant. Ich warte. War das jetzt eine Falle oder nicht? Ich würde es gerne sichern. Sucht nach Fallen, schön, Fleisch zu Stein. Veronikas Stab, Fleisch zu Stein, Imuel. Hat aufgehört, nach Fallen zu suchen. Versteinerung. Aber warum? Was soll denn das? Hä? Also, man stirbt einfach. Und das ist der tolle Raum. Muss ich jetzt nochmal gegen die Vampire kämpfen? Ja, ich hoffe, das bringt was. Dann gucken wir uns das nochmal genauer an. Sollen wir uns unsichtbar machen und einen Todesschutz geben oder wie? Ja, wir sollen zum Ende des Raumes kommen. Das habe ich schon verstanden beim ersten Mal. Aber ich weiß noch nicht. Sagt mir, was zu tun ist. Ja. Verstanden. Und Imuel hat ja jetzt nicht so Lust, nach Fallen zu suchen, wie es schien. Da ist ein Stuhl, da ist sonst was. Können wir den Kram verwenden? Nein. Das Zeug werden wir wohl auch nicht verwenden können. Was ist das denn hier? Ein Garat, ein Wasserstein und ein Blutstein. Was sollen wir mit diesen drei Juwelen, der Elektrizitätsplatte und den anderen Kram machen? Ich warte. Können wir mit dem Erdtopf vielleicht einfach irgendwo Sachen in... So, nein, können wir nicht. Ja. Und den nochmal benutzen. Aber einfach damit irgendwo hinzaubern geht nicht. Okay, okay. Fallen sind hier keine, wie es scheint. Schön. Das kann ja wohl nicht die Lösung sein. Ah ja, tot ist sie oder versteinert. Was soll denn das? Ich versteh's nicht. Also man läuft drum und man stirbt. Ja, ich möchte gern laden. Soll man irgendwo lang gehen? Soll man sich teleportieren? Soll man den Kram um sich werfen? Soll man zum Tisch gehen? Ich hoffe, das bringt was. Ja. Vielleicht, dass mein einer dahin läuft. Ist mir doch alles egal. Hier, ich bin da. Ah, Besucher. Ihr habt es zu Ende gebracht, oder? Zu eurem Leidwesen hat der Meister sich gerade an mich gewandt. Er will, dass wir mit dem Spielchen aufhören. Und eurem Leben ein Ende gesetzt wird. Er spürt die Macht, die euch innewohnt. Euer Geist wäre allein schon genug für ihn, wieder auf Erden zu wandeln. Ich soll ihn zu ihm bringen. Ich komme auf keinen Fall mit euch. Sehr schön, ich werde mitkommen. Ja, ist eh egal. Wer sagt, dass ihr eingeladen seid? Euer toter Körper ist so gut wie jeder Lebende. Jetzt haltet still. Nein. Und unten ist der ganze Kack noch am Dampfen. Ja, Monster. Können wir hier wieder rumrennen? Das wäre interessant zu wissen. Nein, können wir nicht. Weg. Drecksraum. Das hätten wir lieber den Zwerg nehmen sollen. Ja, wir haben doch hier so einen Todesschutz, ne? Ja, mach den mal. Ich denke, der wird schon einen guten Dienst tun. Und dann, wo immer ich kann.
den Zwerg um eine verbesserte Hast. Ja. Naja. So. Und hoch. Ja. Ach ja, so ein Viech hier. Höllenschlund. Wie, der ist auf unserer Seite. Oder auf keiner Seite. Ja, hier das Kriegsskelett, das kann auch nochmal weg. Die magische Barriere, welche die Ausgänge blockiert, löst sich nach dem Tod der Kreatur auf. Ja, das Problem ist der Rest des Raums. Ach, und das Vieh greift uns einfach an, wie es lustig ist. Und ist uns angeblich nicht feindlich gesund, aber dumm. Was hat denn der so bei sich gehabt? 22 Gold. Und das Skelett? Oh, eine 3000er Kette. Die dürfen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Ich bin dabei. Ja, wir müssen jetzt irgendwie nur noch den Rest der Gruppe da durchbekommen. Wie viel Todesschutz haben wir denn noch? Zweimal auf jeden Fall. Münzk hätte ich auf jeden Fall gern drüben. Und Münzk sei am besten schnell, dann benutzen wir den einfach mal. Wo immer Münzk auch hingeht, macht das Böse. Ach, es hat nicht aufgehört. Aber wir haben anscheinend alles ausgelöst, was auszulösen ist bald. Ach ja, so nochmal so zwei von denen. Geht jetzt bitte nicht nach unten. Hier, kommt mal her. Ja, attackiert den HC. Ja. Bloß keine Erfahrung geben, nicht wahr? Hört mit euren scheiß Todeszaubern auf. Kommst du jetzt mal aus deiner Ecke daraus gelatscht? Hier können wir da nicht einfach hochgehen, wir müssen ja richtig alles sammeln. Ich habe ja schon befürchtet, dass das Problem sein dürfte. So. Durchraschen, okay, okay. Oder was? Mal gucken, wer lebend an der anderen Seite überhaupt ankommt. Verstanden. Ja, Hera, magst du nicht mitkommen? Ah, einer wurde geirrgarten. Das ist eh nur halb so wild. Dann machen wir das jetzt mal. Wir sammeln uns hier, warten, dass alles ankommt. Packen alles tot. Naja, gut. Meine Axt. So, geht wieder zurück. Iman wird ihre Ausrüstung ja wohl nicht verloren haben. Genau. Wenn wir hier drüben Freiheit wirken, wird sie hoffentlich auch. Ach so, sie ist eh schon wieder da. Ja, das ist auch gut. Wenn das Viech nicht gleich kommt, dann. Ich würde einfach nur gerne speichern und. Dann, ja. Ist total blöd. Jetzt ist irgendein Viech da mal wieder, was dir nicht herkommen möchte, oder wie? Ah ja, es kommt. Ich warte. Warum das auch neutral markiert ist und uns trotzdem angreift. So, weg ist es. Vermutlich damit, dass es uns keine Erfahrung gibt. Wenn man sonst unendlich Erfahrung sammeln könnte oder irgendwie sowas. Irgendein Spaßvogel wird sich da wieder was ausgedacht haben. So, dann speichern wir mal. Nein, nicht so. So. Gehen wir noch hoch. Ja? Nein, wir können eigentlich aufhören. Dann gehen wir nächstes Mal zum Meister. Hoffentlich. Ja. Bis zum nächsten Mal.